Ein wunderschönes Hallo und willkommen bei GTA 5 wieder, wo wir jetzt in unser wunderschönen kleinen weißen Auto einsteigen. Im letzten Part war ja die Einführung in GTA 5 und dann haben wir noch zwei geile Autos geklaut. Ich habe meist ein bisschen zu Klump gefahren, aber egal. Und jetzt schauen wir mal weiter. So. Navi an. Hey, Reifen durchdrehen lassen. Fähigkeiten ansehen. Ah, gedrückt halt. Ah, ja, verstehe. Handy wegmachen. Licht. Radiosender. Machen wir mal Licht an, bis sie kaputt gehen. So, dann fahren wir mal wo auch immer hin. Das Auto sieht beinahe aus wie ein Dodge oder so. Sind natürlich keine Lizenzwagen, soweit ich noch weiß. Alles nur nachgemacht. Ui. Jetzt müssen wir hier lang. Wow. Da werde ich. Da komme ich auch lang. Mit so einer Karre durch so eine Gegend fahren. Genau. Hier? Oh, nee, um eins war da. Es ist nicht mein Haus. Hier sind wir richtig. Ah, wieder in der Garage Fahrzeuge speichern. Boah, schöne Rücklichter. Man, fuck you. I see you at Was? Work. Fick dich? Don't hate me cause I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee-yee ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. Yeah. What? Oh. Friseursalons sind jetzt verfügbar? Ooh, honey. Y'all telling me? Oh, he here. Living on top of each other and it ain't right. Shoo! Shoo! Get on out of here! Hey, die Olle guckt trickfell. Okay, baby. I see you at the thing. You hear? I was on the phone, boy. Don't be listening. Goddamn freeloader. So, was macht dann jetzt Penville oder was? Man kann sogar vom Handy aus speichern. Probieren wir doch gleich mal aus. Wie war denn da? Ist das. Hä? Aha. Verstehe ich so ein bisschen nicht, aber egal. Da ist die Schnellspeicherung. Ah. Achtung! Ja, will ich. Oh Gott. Und was kann man hier noch machen? Internet. Ich kann ein Luftschiff von mein Handy aus anrufen. Ach so. Warum auch nicht? Ja. Was kann man denn hier alles machen? Na, da gucke ich später nochmal. Halt die Schnauze. Kann ich hier drin nichts anderes noch machen? Ich will hier raus. Steh doch hier nicht so rum. Oder? Nimm das. Fress das auf. Warum geht das nicht?
Jo, bisschen Birkstoff trinken. Und dann einfach wieder hinstellen. Jawohl. Ich will jetzt kein Bier trinken. Wie komme ich denn hier raus? Nein, ich koche nicht. Und was guckst du da eigentlich? Trickfilm? Ah. So. Mein Handy. Franklin. Hey, what's going down, homie? The market, my boy. Liquidity's a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. All right, dog. I'll be around when I get a chance. Franklin hat einen Kontakt bei Bababab und da muss ich jetzt hin. Jawohl! Willst du mir über Haufen fahren, du? Gib mir deine Karre! Oh, jetzt ist meine. Wiedersehen! Ich gleich mal hinten durchfahren. Ey, was sind das da für ein Dollarzeichen? Da kann ich gleich mal gucken. Vorsicht! Oh! Entschuldigung. Hier muss es doch eine Karte geben. Schauen wir doch mal. Ja, ist eine Karte. Zu wem muss ich denn jetzt hin? Gibt's aber einiges wieder zu machen. Ich werde einfach mal mit dem Dollarzeichen, was das sein soll, gucken. Oh, Entschuldigung. Einfach mal so eine gute Frau über den Haufen gefahren. Gute Frau, geht's Ihnen gut? Geht's Ihnen gut? Ich glaub nicht. Hier, richtig schön sofort GT nachgemacht. So, was hat er denn hier? Hier muss er. Da drinne. Sprinte doch mal. Warum sprintet der nicht? Hey, what's up, Simeon? My dear boy. So good to see you. So good. Hold me. Yeah, look, man. Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you that you are employee of the month. Huh? Ah. Anyway. Ich bin Angestellter des Monats. Wasn't easy picking a winner. Yeah, me, Lamar, your nephew Sacha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy. You tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow... Together! I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. Knock, knock, nigga! Hello, Lamar! What's up, homie? What's up, homie? What's up, dog? Franklin here has been awarded Employee of the Month. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this employee of the month shit, homie. I'm sitting up here trying what to get us... What you mean, fuck this employee of the month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nut. Uh-huh. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say, winner. Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made the payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, employee of the month. Man, fuck you and come on. About a yes. Die sind ja alle so ein bisschen komisch drauf. Begib die nach zum Strand. Zum Strand. I never took you to be old hairstylist type bitch, but now it's all starting to make sense. Oh, der muss mitkommen. Jetzt wäre ich fast alleine losgefahren.
Das ist aber auch eine Trantüte, jetzt komm hier. Verarscht! Oh Mann. So, dann fahren wir mal. Oha! So wollte ich nicht losfahren. Die reden sich die ganze Zeit mit Nigger an, Alter. Das geht ja gar nicht. Ich heiße doch Franklin. Wow, wow! Auto noch gefangen? With a 3G note? Damn, that motherfucker must be tricked out, dawg. Man, this whole setup designed to take drug money. Damn, ob sie am GTA 5 auch wieder so ein Todesschaukel gibt? Müsste man mal rausfinden. That's right, homie. Nothing but love, nigga. Wow, Ampel! I'd see me the funny dude, though. It's gonna be a shame when we get to book his ass and jack him for all this shit. Oh, die Steuerung ist ganz in Ordnung. That's how shit work, ain't it? You do some jobs for a fool, develop a little uneasy relationship. The bike should be in one of the lockups down here. Should be is the story of your life, asshole. Folge Lama. Achso. Aussteigen! So. Ich wollte da durchfahren und klettern. Hey, what's up, homie? You alright? No, away from me! We're for chapel agents! Yeah, you can hit your bitch ass, huh? Drunk ass nigga. Shit, man. Play it cool. Oh, wo wollt ihr hin, Mann? You're in the road. Move over, we ain't trying to rally. What the? Mission fehlgeschlagen! Hallo? Scheiße! Sagt mir aber auch keiner! Meine Güte! Nein! Ich hab gedacht, der ist so fest wie vorhin! Zweite Mal! Verfickte Scheiße! Okay, jetzt muss ich ganz sachte vorgehen. Oh Mann. Ah. Ja. Ich geh dir hinterher. Oh Mann. Zwei Fehlschläge. Fick die, Mann! Hau ab, los! Leg dich hin, Mann! Ey, da steht eine schöne blaue Karre. Wow. Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. Man, what exactly did I do in a past life to deserve your stupid ass? So, wie ich den Inder verstanden habe, sollen wir ein Motorrad holen? Durchsuche die Garage. Oh, natürlich. Oh. Da kam welche im Hintergrund. No shit, nigga. Hola, amigos. Hola, S.A. So you're trying to creep up in here, man? Yeah? You saw this motherfucker? Oh, shit! Haben wir erstmal die Typen niedergeschossen? Man, stop being a pussy, nigga, and grab that heat. Kann man hier noch reingucken? Wie will ich denn mein... Ah. Ah, sehr gut. Ich weiß, mein Kollegen um ihn nieten. Ja, gut. Ach, da! So geht's natürlich auch.
Oh, das Spiel ist wirklich sehr, sehr schön. Oh, ist das verfickte Motorrad. Benzinspur? Oh, ist ja nicht schlecht. Wow, eine Shotgun. Los, komm zum Auto. Jetzt müssen wir den einholen. Wir haben hier 10 Stunden hier. You crazy motherfucker. Why we have to pop all them? What y'all? Why we have to pop all them people? Aber jetzt müssen wir den Kleinen da einfangen. What the? Yeah, but you started this shit, stupid. So, jetzt müssen wir. Motherfucker's getting away from him. That's because he's sitting on 140. Gleich runter links. Oh shit, Professor, you're right. Die arme Frau. Ah, das Auto ist ein bisschen träge. That's a monster fucking bike you riding, stupid. Aber ich denke mal, den kriegen wir noch. This won't get away. We're going down, homie. He gonna pin up. Shit. Dieser Wichser. Ja, stellt euch alle. Oh. Wo ich überall gegenfahre. Ob ich keine Augen am Kopf hätte? Das gibt's ja wohl nicht. Ey, nee. Perfekte Scheiße hier. Alter! Ich muss gar nicht wahr sein. Ich baue hier total Scheiße, bin nur total dran an ihn. Die da vorne fährt er. Irgendwo. Da, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Wie steige ich hier aus? So. Kunde ist down. Oh, hat überhaupt kein Kratzer, das Ding. Huh! Was hab ich da für Musik an? Das ist ja schrecklich. Was will denn ein Autohaus mit einem Motorrad? Das ist aber ein komisches Motorrad. Wenn ich da irgendwo hinknalle, bin ich aber tot. Wo ist eigentlich meine Lebensanzeige direkt noch gar nicht entdeckt? Ah, hier war ein Waffengeschäft. Au. Oha. Schöne Autos hier. So, jetzt sind wir fast da. Ja.
need nothing else. Man, I can't hang with your ass for a while, bro. You a psychopath. You done finally fucking lost it. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting cheap asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron! Bestanden. Kopfschüsse 0 von 6. Naja, egal. Fremde und Freaks. Aha. Okay, so, dann mache ich diesen Part erstmal Schluss. Und im nächsten Part treffen wir diesen komischen Fragezeichen-Freak da. Oder ein Fremder, egal. So, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!